Hallo, heute sind wir auf der DKM. Herzlich willkommen bei Diekmann TV. Hallo ihr Lieben, Partnerschaft ist, wenn der Partnerschaft Traum ausgesucht. Hi, ich bin Nina, das ist die Menschen dahinter. Hallo bei Diekmann TV. Guten Tag, Frau Homberg. Warum Sie Ihre Immobilien mit Diekmann Immobilien verkaufen? Hi, ich bin Julien. Ich mache gerade mein Praktikum hier bei Diekmann Immobilien. Willkommen bei der neuen Folge von Azubi on Tour. Hallo, wir sind heute hier in Schwerte Westhofen beim Schwerter Ruhrstadtlauf. Eine neue Folge Immobilien News. Ja, hallo ihr Lieben. In dem heutigen Video stellen wir euch die 5 Gründe vor. Hallo Nils. Ich bin Nina, ich bin 31 Jahre alt, bin jetzt seit Anfang April bei Diekmann Immobilien, mache da das Backoffice und im Moment eigentlich überall vertreten, Ärgste, Schwerte oder Menden, wo gerade ja, eine helfende Hand gebraucht wird. Der erste Punkt ist nämlich, dass wir eine marktgerechte, ortsübliche Miete berechnen und warum das so wichtig ist. Wenn man nämlich zu wenig Miete verlangt, bekommen Sie halt weniger Einnahmen durch Ihre Renditeobjekte. Und wenn Sie halt zu viel verlangen, finden wir keinen passenden Interessenten. Deswegen, wir sind Ihr kompetenter Partner und berechnen eine marktübliche Miete für Sie. So, wie gerade unten schon gesagt, sind wir hier in der ersten Immobilie in Dortmund, in der Eigentumswohnung und kommt einfach mal rein. Die Nummer 2 im Bunde ist das Zweifamilienhaus 490 mit knapp 188 Quadratmeter Gesamtwohnfläche. Auch hier wieder aufgeteilt in Erdgeschoss und Obergeschoss. Unten haben wir etwas über 80 Quadratmeter Wohnfläche und im oberen Bereich haben wir 100 Quadratmeter Wohnfläche. Auch hier sieht man natürlich wieder die Vorteile dieser Variante. Wir haben auch im oberen Bereich keine Dachschrägen, also 2 volle Raumhöhen jeweils. Auch hier natürlich wieder sehr schön gestaltet mit dem Balkon. Die bodentiefen Fenster in Kombination mit den französischen Balkonen, aber natürlich auch unten für die Bewohner im Erdgeschoss die großen Terrassen, 2 Ausgänge nach draußen, also mit einem schönen Garten kombiniert. Eine super Sache. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind natürlich auch hier wieder flexibel. Hier ist es jetzt mit einer Putzfassade. Das Ganze kann natürlich auch verklinkert gewählt werden. So hat jeder die Möglichkeit, das Ganze für sich zu gestalten. We'll be right back.
Ja, ich bin seit über 30 Jahren im Bau tätig. Bin gelernter Zimmermann, habe dann im väterlichen Betrieb Planung und Bauantragserstellung übernommen und bin seit zwölf Jahren Bauherrn-Fachberater bei Heinz von Heiden und möchte jetzt im Bereich Bestandsimmobilie auch Fuß fassen, weil das einfach zum Geschäftsfeld dazu gehört. Chef, hallo? Ja, brauchst du einen Firmenwagen am Wochenende? Ich wollte mit ein paar Jungs feiern gehen und mein Auto ist da echt nicht so das Beste. Ich kann mir doch bestimmt deinen nehmen. Alles klar, danke. Ach, schon wieder hier die Mappen falten. Oh, irgendwie gar keine Lust drauf. Eigentlich können wir den Kunden doch auch das Exposé so überreichen. Oh. Hallo, Chef? Ach, ob ich die Kundenverträge abgeheftet habe? Ja, war ich gerade dabei. Die sind schon alle drin. Ah, hallo, Chef. Ah, ich soll die Unterlagen einscannen. Ah, nee, irgendwie gerade kein Bock. Mach doch einfach selber. Ach, Chef, die Kita von meinem kleinen Bruder hat übrigens heute geschlossen. Ich habe den heute mal mitgebracht. Ich hoffe, das ist gar kein Problem. Der ist mit mir mit heute. Ey, Chef, ich wollte noch mal fragen, wann kommt endlich mein Lohn? Weil ich wollte mir eine neue PlayStation 5 kaufen. So, jetzt einfach mal ab mit ins Gemüsebeet. Wir bauen auch sehr gerne selber unser Gemüse an. Man sieht, wie es wächst in dem Bereich. Man könnte da vielleicht auch eine Brücke zum Bauherrn bauen. Man setzt eine junge Pflanze im Ersttermin dementsprechend und man sieht sie dann größer wachsen, sodass man wirklich das mit einer Hausübergabe vergleichen kann. Ne? Aber man kann es nur empfehlen, eigenen Garten, eigenes Gemüse, mehr geht einfach nicht. Ralf, ich habe gerade gehört, Zapfanlage, das ist mein persönliches Stichwort. 30 Grad, ich habe Durst, ich weiß, du hast eine weitere Zapfanlage, von daher lade ich mich gerne mal selber ein. Ja. Wollen wir ein Bier zusammen trinken? Dann lass uns doch einfach mal die Luft da rauslassen, ne? Perfekt. Einmal mit folgen. Ralf, ganz, ganz lieben Dank und nicht nur für das Bier, sondern auch für deine Zeit und deine Führung. In dem Sinne, Prost, mein Lieber. In dem Sinne, Prost. 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 Auch wenn es 1 Uhr ist, Bier schmeckt zu jeder Tageszeit. Hi, mein Name ist Michael Kaspercik und ich bin angehender Immobilienmakler bei Diekmann Immobilien in Menden. Die letzten Tage waren sehr aufregend. Ich durfte die ersten Immobilienfotos machen, die ersten Marktwertanalysen tätigen und dadurch haben wir auch schöne, viele Immobilien reingekriegt. Und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Unser erstes Objekt befindet sich in Menden-Wespede. Ein freistehendes Einfamilienhaus mit ca. 112 Quadratmeter Wohnfläche, einem riesengroßen Grundstück von 636 Quadratmetern. In diesem Haus befinden sich 6 Zimmer, wo auch etwas größere Familien Platz finden können. Das Haus ist voll unterkellert, hat eine Garage, eine Terrasse und einen riesen Garten. Eines der Highlights war natürlich direkt zu Beginn meiner Ausbildung, da war ich mit den netten, coolen Kollegen auch in Köln unterwegs. Da waren wir nämlich mit Karlsberg von Heinz von Heiden. Das fand ich eigentlich sehr cool, weil wir dort nochmal den Neubau weiter kennengelernt haben. Und die Fahrt dahin war auch sehr lustig. Dann hatten wir natürlich noch weitere Team-Meetings hier in Schwerte, auch in Menden. Und der Austausch mit den Kollegen, wo man auch mal wirklich fachsimpeln kann, neue Dinge kennenlernt, auch einen anderen Weitblick bekommt, macht schon wirklich sehr Bock und war ein cooles Highlight. Und ich kann mich noch an einen Besichtigungstermin erinnern. Dort kam eine Familie zu mir, wollte sich halt in den eigenen Wänden nochmal verwirklichen, dort die Wohnung bekommen. Und hinterher habe ich das dann auch hinbekommen können mit dem Eigentümer, dass der sich auch für die Interessenten entschieden hat. Die sind jetzt wirklich sehr glücklich und dankbar, dass die Wohnung bekommen haben. Und das Kind geht auch dann hier in Schwerte zur Schule. Und da bin ich schon wirklich sehr stolz drauf und das war halt einfach eine schöne Erfahrung. Ihr Lieben, das war heute mal ein ganz, ganz kleines bisschen was von mir. Ich kann euch nur einladen, lernt mich persönlich kennen. Ihr findet mich auf allen, so ziemlich allen gängigen sozialen Medienplattformen. Makler sind auch nur Menschen. Bei Instagram ist ein Profil, was ich selber halt eben kommentiere, aufbaue. Und darüber hinaus, ob Xing, LinkedIn, selbst auf TikTok bin ich vertreten. Schreibt mich gerne an, stellt mir eure Fragen. Und im Rahmen meiner Möglichkeiten, ich bin wirklich kein großer Coach. Ich bin Unternehmer und das seit 20 Jahren erfolgreich. Und eine ehrliche Antwort, die bekommt ihr bei mir. Folgt diesem Kanal, folgt mir auf den Instagram und Social Media Kanälen dieser Welt. Ich freue mich auf euch.